In diesem Video möchte ich eine Anwendung von Sinus und Cosinus zeigen, indem ich versuche, einen Punkt auf dem Canvas zu rotieren bzw. einen Punkt auf einem Kreis zu platzieren und dann mich um diesen Kreis zu drehen, ohne dass ich einen Loop brauche und ohne dass ich eine Rotation brauche. Ich beginne mit einem Canvas, wo in jedem Frame ein Background drauf gezeichnet wird. Und dann mache ich eine Ellipse und ich platziere sie auf dem Nullpunkt, den muss ich nachher noch in die Mitte schieben. Und ich sage, es soll eine Ausdehnung von 300 haben, das ist der Durchmesser. Jetzt ist es da oben links, also Translate 0,0 und das mache ich am liebsten ganz zu Beginn. Ah, es muss natürlich nicht 0,0 sein, sondern es muss natürlich heißen Breite durch 2 und Höhe durch 2. So, jetzt habe ich den Kreis in der Mitte, einen Hintergrund und beziehungsweise der Nullpunkt ist in der Mitte, dann wird der Hintergrund gezeichnet und dann diese Ellipse, dieser Kreis gezeichnet. Jetzt möchte ich irgendwo hier auf diesem Kreisumfang einen Punkt platzieren und der soll dann drehen um diesen Kreis. Und das tue ich, indem ich sage, let a gleich 0. Das ist dann der Winkel, wenn du so willst, der Winkel, der fortlaufend zunimmt und den erhöhe ich mit jedem Frame um eine bestimmte Zahl. Jetzt, wo wir wissen, was Radians bedeutet, das wird ein Bruchteil von Pi sein und ich teile jetzt Pi durch 180, das gibt dann einen Grad. Es ist etwas umständlich, ich könnte auch schreiben, Degree als Angle Mode Degrees. Aber ich mache es jetzt hier auf die Nerd-Art. Und jetzt brauche ich den Sinus von A und den Cosinus von A. Und damit mache ich Positionsdaten, also let pos x oder y. Wenn du nicht mehr weißt, was es ist, dann suchst du Sinus und Cosinus und schaust es nach auf Wikipedia. Und dort findest du immer irgendwo ein Diagramm wie dieses hier. Da kannst du schauen, der Cosinus, das ist horizontal und der Sinus ist vertikal. Also den Sinus brauchen wir für die Y-Position und der Cosinus für die X-Position. Pos Y gleich Sinus. Let Pos X gleich Cosinus. Und dann positionieren wir damit eine kleinere Ellipse. Position X, Position Y. Und dann sagen wir, die hat vielleicht einen Umfang von 10. Einen Durchmesser, pardon. Ups, warum ist jetzt die im Zentrum? Sinus und Cosinus liefern ja Zahlen zwischen minus 1 und 1. Und darum ist das Ding jetzt hier auf 0 und 1 positioniert. Aber also, was erwarte ich hier überhaupt für Zahlen? Wenn ich davon ausgehe, dass a 0 ist und davon den Sinus möchte, dann ist der Sinus, also wenn wir im Osten beginnen und Sinus die Gegenkathete des Dreiecks ist. Also wir machen zuerst ein ganz flaches Dreieck, das haarfein ist und keine Ausdehnung hat, dann ist der Sinus ist zu Beginn 0. Und der Cosinus wird zu Beginn 1 sein, wenn wir ganz rechts am Einheitskreis uns befinden, wenn der Winkel A 0 ist. Und dann wird der Cosinus langsam abnehmen und der Sinus wird langsam zunehmen und diese Werte werden sich erhöhen und vertiefen. Jetzt, was mache ich jetzt mit diesen Werten? Ich muss die multiplizieren mit dem Radius dieser Ellipse. Und der Radius dieser Ellipse ist 300 geteilt durch 2.
Also ich kann hier oben ja Variablen damit machen und sagen let diameter gleich 300 und let radius gleich diameter geteilt durch 2. Und dann kann ich das hier einsetzen und den Radius, den multipliziere ich mit dem Sinus und mit dem Cosinus. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt habe ich diesen Kreis, der hier dreht. Auch hier, wenn es Verlangsamungen gibt, dann liegt es daran, dass mein Browser in Wirklichkeit nicht 2 offene Tabs hat, sondern etwa 200. Aber du siehst, ich habe hier eine Animation. Dieser Punkt dreht sich um den Kreis herum und es gibt keinen Loop und keine Rotation, sondern einzig und allein Sinus und Cosinus, die diesen Punkt positionieren. Du könntest sagen, das ist kompliziert, kann ich auch mit einer Rotation lösen, das stimmt. Aber was du vielleicht dann nicht ganz so einfach tun kannst, ist so etwas, dass du zum Beispiel sagst, wir machen Push und Pop, damit wir eine Momentaufnahme des Nullpunkts haben, der im Moment in der Mitte sitzt. Und dann übersetzen wir in jedem Frame an diese Stelle Pos X, Pos Y. Und dann machen wir einen neuen Radius und den nenne ich einen Radius, eine Umlaufbahn in diesem Fall. Let Mini Radius gleich, jetzt ist dieser Kreis, hat einen Durchmesser von 10, sagen wir 20. Und dann let Mini X gleich Cosinus A mal dieser Mini-Radius und let Mini Y gleich Sinus A mal Mini-Radius und dann positionieren wir damit auch wieder eine Ellipse. Das copy-paste ich mal da. Und dann sage ich hier Mini X und Mini Y und das Ding wird vielleicht 5 im Durchmesser. Und wenn ich das laufen lasse, habe ich einen Satelliten für diesen Punkt. Der zeigt jetzt immer in die gleiche Richtung. Aber wenn ich das hier umdrehe und sage, mache das so und vertausche Cosinus und Sinus, würde sich in die Gegenrichtung drehen und jetzt habe ich einen Satelliten, der sich hier um diesen Planeten dreht, wenn wir das so interpretieren möchten. Und jetzt könnten wir natürlich um diesen drehenden Mond noch einmal einen Satelliten machen und so weiter. Also das geht mit Sinus und Cosinus vergleichsweise einfach und mit Rotationen wird es mit der Zeit ziemlich kompliziert. Okay, jetzt probiere selber mal so etwas zu machen.